Das dritte Buch, Der Eiswinter. Der wirbelnde Schnee fiel so dicht auf den Berghang, dass Idur und seine 17 Zwerge darin stecken blieben. Sie wären verschüttet worden und erfroren, wenn nicht der Knabe, der höher gewachsen war als die Zwerge, zwei bei der Hand genommen und so alle hinter sich her zum silbernen Turm gezogen hätte. Als sie da anlangten, hingen ihnen Eiszapfen von den Fingern und von der Nase. Drinnen aber wärmten sie sich 3 Tage lang. Allmählich legte sich der Schneesturm. Es wurde totenstill und Idur sprach: »Menschenknabe, geh einmal und schau hinaus.« Der Knabe tat, wie ihm geheißen war. Er sah, dass überall viel Schnee gefallen war, aber der Wind die kupfernen Straßen blank gefegt hatte. Nun kamen auch die Zwerge heraus und taten Ausschau nach ihrem Reich. Die Wälder waren weiß, als hätte jeder Baum ein gestärktes Hemd am Leibe. Die Meere waren kieselhart gefroren, und anstatt Feldern und Wiesen lagen da riesige weiße Tücher. Die Sonne kam, ein großer roter Ball, aber sie stieg nicht höher als 5 Daumenlängen über den Horizont. Sie tauchte das weiße Zwergenreich in eine brandrote Glut und ließ die Eiszapfen an dem steinernen Regenbogen funkeln. Da sah Idur den Wasserstrahl des Springbrunnens. Das letzte Wort, das der Wind damit geschrieben hatte, hing steif gefroren in der Luft. »Pros Prempel, Nemosi«, was so viel bedeutete wie »Leb wohl, Nemosi«. Der Zwerg begann zu weinen. »Hier will ich sterben«, schluchzte er, »in dem toten Glanz des Außenreiches, in den Überresten von Aradabar, meiner Stadt, denn nie mehr werde ich Nemosi wiederfinden, der drunten im Innenreich ist.« Doch der Oberwolf mit dem goldenen Halsband trat vor ihn und sprach: »Die Tiere deines Reichs wandern nach Süden aus, wo auch die Sonnenwärme hingezogen ist. Wir werden dich, der du unser König warst, und die Deinen nicht im Stich lassen. Wir werden dich auf dem Rücken mitnehmen.« Idur jedoch antwortete: »Unser Reich ist hier und unter der Erde und nicht im Süden.« Darauf erwiderte der Oberwolf: »Wir werden im Süden ein Tierreich gründen und du sollst unser König sein. Aus den kupfernen Pflastersteinen von Aradabar werden wir dir eine Burg bauen, damit du mit den Zwergen darin wohnen kannst. Der Menschenknabe soll bei uns bleiben und unser Führer sein.« Da stimmte Idur zu, und der große Auszug begann. Der Knabe ging voran, er watete durch den Schnee, so dass ein Pfad entstand, über den Tausende von Tieren in langem Zug dahinzogen, jedes mit einem kupfernen Pflasterstück im Maul. Den Zug beschlossen 17 Wölfe, jeder mit einem Zwerg auf den Rücken. Ganz am Ende kam der Oberwolf mit dem goldenen Halsband. Auf seinem Rücken saß Idur. Er saß verkehrt, um so lange als möglich zu sehen, was von seiner Stadt Aradabar noch übrig war, das allmählich schwindende Gefunkel des vielfarbenen, steinernen Regenbogens, die goldene Sonnenscheibe und den silbernen Turm, die letzten Eisbuchstaben des Wasserstrahls aus dem Springbrunnen. »Pros Prempel, Nemosi«, murmelte er, während die Tränen auf seinen Wangen zu Eis erstarrten. Tage, Wochen, Monate zogen sie so dahin, gegeißelt vom Eisregen, die Augen blind vom Schnee, und schließlich mussten sie gegen den schwarzen Eisbeißer kämpfen. Einige Tiere und 2 Zwerge fanden dabei den Tod. Doch langsam stieg die Sonne höher am Horizont. Die Schneedecke wurde dünner, machte Sümpfen Platz, und hier schlugen sie die große Schlacht gegen den schrecklichen Brüllfrosch, die das Leben von 3 Zwergen und vielen Tieren forderte. Aber das Ungeheuer wurde durch den Speer des Menschenknaben erlegt, so dass Idur dessen Tapferkeit pries und ihm den letzten goldenen Zierat der Stadt schenkte. Endlich erreichten sie den warmen Süden, wo der kupferne Löwe nachts über ihren Häuptern glänzte.
Dort bauten die 12 übrig gebliebenen Zwerge unter der Leitung Idurs eine kupferne Burg aus den Pflasterstücken von Aradabar, welche die Tiere im Maul mitgetragen hatten. Und sie machten die Säle so groß, als wären sie für den Menschenknaben bestimmt. So viele Steine waren noch übrig, dass kupferne Berge herumgebaut werden konnten. Dann sprach Idur: Rund um die Burg in den kupfernen Bergen soll das Reich der Tiere sein. In der Burg wird euer König wohnen, aber nicht Idur wird dies sein. Wählt euch einen anderen. Die Tiere riefen: Der Tapfere, der uns hierher geführt hat, der die Schlacht gewann, der den schrecklichen Brüllfrosch erschlug, er soll unser König sein. Der Menschenknabe trat vor, mit dem goldenen Zierat von Aradabar als Krone auf dem Haupt. Und er wurde ausgerufen als König aller Tiere und der Zwerge, die über der Erde wohnen, und sie nannten ihn Mansolein, was bedeutet, er, der den Speer warf. Ende des dritten Buches.